Ihr Freunde, adio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ja, heute eine kleine Special-Aufnahme sozusagen. Ich bin momentan in einem Skype-Calling mit ein paar Kumpels. Die hören uns nicht, wir hören sie nicht gerade. Insofern kann ich hier gerade noch frei quatschen. Sie wissen nicht, dass ich jetzt aufnehme. Insofern, das wird eine kleine Überraschung. Sind ein paar Kumpels von unserem neuen Channel Mission Random. Link unten in der Videobeschreibung. Da kommen demnächst ein paar Videos. Also wenn ihr Bock habt auf die, dann gerne abonnieren. Da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Ja, wenn euch das stören sollte, falls ihr keinen Bock auf die habt oder falls ihr euch ganz und gar der Story hingeben wollen würdet, dann schreibt es in die Comments, dann wird das nicht nochmal vorkommen. Solltet ihr Bock haben, dann kann ich das vielleicht bei anderen Let's Plays nochmal machen oder halt ihr guckt auf unserem Kollaborations-Channel, da wird es dann wie gesagt einige Videos geben. Ich bin hier gerade im Pausemenü einfach nur aus Spaß, genau. Ich mach dann mal eben Ton an. Ja, ich weiß genau, was ihr beiden Krüppel wollt. Genau, und dann drücken wir auf Mikrofon freigeben. Go. So. Hat einer von euch gerade gerülpst? Nein, aber ich nehme jetzt gerade was auf. Also, ihr seid live. Hey, du musst was für mich erledigen. Wir sind live. Was geht? Oh mein Gott. Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Ja. Nein. Also kann man uns hören. Ja, euch kann man hören. Rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben. Ich glaube, ich muss euch also muss ein bisschen lauter machen, weil das Spiel ist saulaut gerade. Könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil das nicht dein Problem passt schon. Ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Willst du es jetzt nochmal durch? Ich mach dein Let's Play dazu. Schön. Ich mache es. Spiel das nochmal durch, ja? Hey, ich will nicht wirklich. Wenn du zum Multiplayer kommst, werden wir es gemeinsam rocken. Ich weiß. Gut, um was? Ich war ja schon ein paar Mal online. Ich hab auch schon ein Rennen gewonnen. Ich muss den Typen fahren, nicht zu schwer. Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld. Du hast ein Rennen gewonnen. Vielleicht kannst du ja auch einige der wunderbaren Bugs, die das Spiel beinhaltet, zeigen. Ja. Bestimmt. Ich muss jetzt gerade hier für Jordi den einen, das eine Dings machen. Ah, scheiße. Das ein, den einen Typen fahren, weißt du noch? Ah, ja. Ja, das ist, die finde ich ist nett, weil der alte Sack hat so schöne Zähne, ne? Aber ich will ja nicht spoilern. Ja, ja, nicht spoilern hier. Vor allem nicht hier den Dicken. Der hat's ja noch gar nicht durchgespielt. Nö. Ich meinte eigentlich den Zuschauer, wenn es fehlt. Ja, ja, ich weiß. Nee, ja, die auch nicht. Ist. Ach. Ah! Auto. Ich fahr grad alles um hier. Ich fahr völlig falsch hier. Ich bin total unkonzentriert gerade. So, einmal hier um die Kurve. Noch eine Parkour kaputt fahren. Wer zahlt denn auch schon Parkgebühr, bitte? Anscheinend viele, weil da fallen, weil man hört die Münzen klirren, wenn man dagegen fährt. An alle Kinder draußen, man zahlt die Parkgebühren als guter Mensch. Nicht. Nicht. Genau. Nicht. Bloß nicht. Wenn du jetzt eine Anzeige oder wenn du jetzt verklagt wirst, weil du kleinen Kindern schlechte Dinge beibringst, dann kannst du die Eltern verklagen, erstmal wegen unterlassener Erziehungspflicht, weil die kleinen Kinder sich sicherlich nicht Watch Dogs angucken sollten. Ja. Ach, meine Fernbedienung funktioniert gerade nicht. Ja. So. Ach, ich wollte. Nehme ich mal die. Und mir fällt gerade auf, dass es total dämlich ist, hier Dark Souls zu spielen, weil ja bei mir meine Pfeiltasten nicht funktionieren und ich mit den Dingern später relativ doll zwischen Waffen wechseln müsste, eventuell. Ah. Ja, das ist relativ doof gerade. So. Ah, scheiße, Mann. Kacke. Ich war so scheiße gerade hier. Oh, ein buggender Müllwagen. Auch schön. So. Jetzt muss ich hier irgendwie runter. Das ist natürlich auch ein Highlight.
Ach ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal das Tutorial von Dark Souls durchgespielt habe und im Tutorial zweimal gestorben bin. Schön. Ja, einmal bin ich von der Klippe gerutscht. Oh, you think that's hard? I'm just the tutorial level. First level over there. Okay. Und das Positive ist, du hast das alles aufgenommen und wenn du deine Videos nicht schneidest, werden sie das alle hören, wie du dich voll versprichst. Ja, ich weiß, das ist mir auch egal. Ich schneide eh nix. Mich fasziniert gerade so, ich habe das Internet aktiviert von Dark Souls. Ah, gut, doch, ist aktiv, gut, funktioniert. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier fehlen irgendwie die ganzen Hints, aber... Nein, das ist nicht. Ah, da komme ich auf den Parkplatz. Ich bin ja ein ganz ordentlicher, der erstmal falsch fährt, aber okay. Aber ich bin ordentlich. So. Ätzend ist immer noch, ich weiß nicht, wie ich Nachrichten hinterlasse, sonst würde ich auch, Was ist das? Würde ich auch, Zum Teufel, ein Fixer? Ich hab zu viel. So tolle Nachrichten hinterlassen wie fährt aber Loch. Geil. Ja, übersetzt es mal auf Englisch. Horse Butthole. Ah. Wie schlecht. Ja. Oder eins, ja, was wahrscheinlich ganz so oft kommt, sowas wie Once there was an adventurer like you. Nee, das geht nicht. Du kannst nur so ganz kurze. Ach so, schade. Ich kann leider keine Romane hinterlassen. Sonst würdest du deinen Roman einfach dahinter lassen. Ja, so die epische Geschichte davon, wie ich in Dark Souls 34.000 Mal gestorben bin. So wenig? Mann. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin, so viel war es nicht. Also mit meinem Spielstand, auf dem ich jetzt ein neues Spiel Plus mache, naja, ne? Ja. Online-Hacking gehackt werden. Ja, hier ist das Tutorial gerade. Ein rivalisierender Fixer hat den Auftrag zu einem Online-Hacking akzeptiert und will Informationen von ihnen stehlen. Finden Sie den Fixer, der Sie hackt. Er könnte über Ihnen, unter Ihnen, auf einem Dach, in einem Fahrzeug oder in der Menge untergetaucht sein. Legen Sie ein Profil FLÖCK von jedem Mann, der Ihnen verdächtig vorkommt, um ihn zu finden. Meine absoluten Lieblingsmissionen. Und während ich das Scheißspiel durchgespielt habe, habe ich den Scheiß irgendwie 50.000 Mal gehabt. Wenn ich sein Signal zurückverfolge, finde ich. Das Schöne ist, dass ich hier mit meinem Zweit-Account, mit dem ich das ja. Ach, mein Gott, war das schwer. Habe ich denn. Ja. So. Komm schon. Na komm. Habe ich die Schweine entdeckt? Nein, gut. So. Aber wie gesagt, das Schöne ist, dass ich, ja, halt die Fresse. Scheiße. Ja, jetzt kommen gleich die Bullen. Weil ich den erschossen hab. Ich hab ja, Bekanntheitsgrad. Ich hab ja hier keinen PlayStation Plus mit meinem zweiten Account. Insofern kann ich nicht gehackt werden. Ja, gut, das ist ein Vorteil. Ja. Bekanntheitsgrad. Ihr Bekanntheitsgrad, komisches Zeichen. Als Fixer bestimmt Ihren Wiedererkennungswert innerhalb der Fixer-Community. Steigern Sie Ihren Bekanntheitsgrad durch besondere Aktionen gegen andere Fixer bei Online-Aufträgen. Wenn Ihr Bekanntheitsgrad steigt, erhalten Sie Zugang zu neuen Fähigkeiten. Ich habe schon schnelleres, längeres, Nitro bei meinem Standard-Account. Ist das nicht geil? Also hat jemand dein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Total, ich würde dafür töten. Ich nicht. Auch. Wenn ich mich nicht mehr... So, ich lade mir jetzt mal das neue PlayStation Plus Spiel runter. Es gibt zwei. Okay, ich lade beide runter, dann kann man. Das eine ist aber ein Singleplayer, glaube ich. Nee, das andere ist, das kann man zu zweit spielen, stimmt. Das andere ist. Dass man zu mehreren spielen kann, wo man das zu allen mehreren. Zu dritt. Ja. Trine 2. Mitgliederbereich. Daher ein kleiner Hinweis, sollte mal im Spiel irgendwann, also im Video, mal zufällig überhaupt kein Ton sein, dann liegt das daran, dass da die Musik von YouTube rausgeschnitten wird. Ich habe ja das wunderschöne, die wunderschöne Fähigkeit, einfach GEMA-geschützte Musik rausschneiden zu lassen oder rausfiltern zu lassen. Wird nicht nur rausgeschnitten, sondern wenn ich rede und es wird trotzdem Musik im Hintergrund und das, die er erkennt, dann wird die so verzerrt alles, dass ich halt... ja, dass man die Musik nicht mehr hört. Und das war letztens mit Day and Night, da ist einfach mal ein Ton aus für 3 Sekunden oder sowas. Also, wundert euch nicht. Ich muss gerade mal wieder vor der Bullerei flüchten. Das ist etwas sehr Ärgerliches, finde ich, an YouTube. Ja. Weil
jetzt muss man mal überlegen, ne? Die verdienen ihr Geld mit mir. Warum können die der doofen GEMA nicht einfach Geld zahlen? Und dann können die. Ich glaube, weil sich das nicht rentiert. Das ist das Problem. Das rentiert sich nicht. GEMA ist sauteuer. GEMA-Gebühren. Ja, GEMA-Gebühren sind sauteuer, aber trotzdem. Das behindert es einfach. Warum sagt die GEMA nicht einfach, alles klar, scheißegal? So. Oder gibt uns ein bisschen von den Werbeeinnahmen. Da ist so viel Werbung vor. Ja, bloß, das liegt ja daran, die möchten ja ihren, die müssen ja ihren Teil nehmen und müssen noch den Interpreten einen Teil davon abgeben. Weshalb die GEMA-Gebühren halt so hoch sind, weil jeder muss davon ja irgendwie ein Kuchenstück abkriegen. Hm. Es ist trotzdem scheiße blöd. Was du heute kannst. Warte, es gibt zwei Spiele, sagst du, mit PlayStation Plus diesen Monat. Ich habe jetzt bisher eins gefunden. Was ist das andere? Online-Hacking, ein Fixer finden, das ist völlig uninteressant. Das lese ich jetzt nicht mehr vor. Soll ich eigentlich vermeiden, andere YouTube-Channel und so zu nennen, während du jetzt aufnimmst? Das also, ist mir völlig Wayne. Okay. Ah, Train 2. Das ging zu mehreren? Ja. Zu dritt. Perfekt, spielen wir zu dritt. Jo. Machen wir ein Video von, ne? Dann fange ich auch mal den London an. Echt mal, Fettsack. Ah. Das ist spannend, ey. Schon mal aufgefallen, du vermeidest gerade unsere Channel Names zu sagen. Ja, ja, ja. Das... Schleichwerbung sparen. Ja, nee. Ja, ihr macht eh nichts. Ich hab schon gesagt, dass sie Mission Random abonnieren sollen. Abonniert! Oh, ja. Ja, ich hab ja, die Einleitung habe ich ja gemacht, als ihr mich nicht gehört habt. Ach, wie unfair. Ja, ich weiß. Oh. Oh mein Gott. Ich muss sagen, das, ach, wie unfair, klang irgendwie nicht so. Okay, erstmal, ich schieb jetzt PlayStation 4 in den Bereitschaftsmodus, dass... Jemanden irgendwo... So, im Bereitschaftsmodus. Ich bin ja am Überlegen, vielleicht nehme ich ein Let's Play Dark Souls 2 auf, weil den Channel, den ich zum Beispiel immer gucke, der das normal macht, der hat ja irgendwie jetzt mittendrin aufgegeben. Da kommt anscheinend nichts mehr. Schmoll. Was haben sie eigentlich in der Version 1.71 besser gemacht? Die haben den Shop ein bisschen umgeändert. Ich finde nicht besser. Stabilisiert haben sie auch die Software, also die Firmware ab Dingsbums kann. Damit sie nicht zusammenbricht, während du sie benutzt. Ja, genau. Explodiert, ne? Hatten wir neulich die Theorie bei dem Kant. Bitte was? Ich hab gar nicht zugehört. Doch. Wir hatten doch neulich die Theorie bei dem, gestern die Theorie bei dem Captain AK mit dem Internet, dass er anfing, ja, wenn ich jetzt noch einen Download öffne, dann bricht hier alles zusammen. Stimmt, dann bricht sein Haus zusammen, genau. Mhm. Ist immer scheiße, wenn man so richtig billige Kabel in Wänden hat, ne? Weil wenn dann zu viel durch die Kabel geleitet wird, dann fangen die halt an zu brennen und dann kann es halt das Haus zum Einsturz bringen. Mhm. Polizeiverfolgung, Mensch, das hatte ich ja auch noch nicht. Scan, genau, den gelben Bereichen ausweichen, dann die Polizei abhängen und den grauen Suchbereich oder man wartet einfach, bis das weg ist. Ganz witzig ist, diese Mission musste ich zweimal spielen, weil ich jedes Mal das Glück hatte, dass irgendwie in mich hinein ein Polizeiauto fuhr. Und dann ist es ja gescheitert und beim zweiten Versuch bin ich einfach durchgekommen. Ohne Problem. Ich bin gefahren und kein einziges Fahrzeug war auf den Straßen. Der Heli schwirrte irgendwo rum. Irgendwo am Arsch der Welt. Aber ich glaube, der Heli, der ist auch völlig uninteressant. Aber... Ja, genau. Ja, vor dem musst du dich in Acht nehmen, aber um ehrlich zu sein, ist der nicht gefährlich, weil der patrouilliert eh da, wo du nicht bist. Man kommt endlich für Trials Fusion endlich mal die Updates. Ja, das ist echt ein... Frag jemand anderen, der dieses Spiel vielleicht interessant findet. Frag Ubisoft. Ich find's auch ganz cool, aber ja. Es interessiert mich nicht so wirklich, wann die Updates kommen. Frag Ubisoft. Ja, ich guck nachher, ich google nachher, fertig aus. Ruf mal an. Vielleicht, ich hab leider nicht die Telefonnummer, tut mir leid. Ach. Gib doch bestimmt irgendwo die Supportnummer, da kannst du anrufen. Ja, jetzt werden die mir das da beantworten. Auf jeden Fall. Skillpunkt erhalten, Mensch, mal gucken, was ich mir so
Hacken. Ich weiß nicht, hacken? Nee, fahren ist, glaube ich, ganz cool. Da müsste ich für offensiver Fahrer. Ich bin jetzt fahren. Okay. Ah ja, genau. Defensiver Fahrer. Ich das noch mal. So, da kommt jetzt. Ach ja, genau. Was ich auf jeden Fall brauche, ist Fokus. Fokus ist ganz, ganz wichtig.